Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club zu Teil 4 von Artex 4. Wir schauen uns an, was die Software alles kann. Und ich bin direkt hier in Artex drin und habe hier eine Schrift erzeugt. Action habe ich sie genannt, ein bisschen dick und fett gezeichnet. Und bei der Füllung hier unter diesen 3D-Effekten hier eine spezielle Füllung ausgesucht. Welche Füllung ihr da nehmt, ist euch überlassen. Aber wir schauen uns jetzt an, was man mit diesem Text noch an tollen Effekten machen kann. Und dieser Effekt befindet sich hier bei den Effekten, aber ist nicht direkt zu sehen. Ihr seht, wir haben hier die Möglichkeit, Schatten hinzuzufügen. Alles das können wir anwählen. Aber den Effekt, den ich euch jetzt zeige, der versteckt sich. Und dazu müsst ihr hier auf dieses Pluszeichen klicken und dort sagen Störungen im Umfeld. Wenn wir die mal anklicken, dann seht ihr, haben wir hier solche Störungen auf der Schrift erzeugt. Die sehen recht gut aus, wie ich finde. Lassen sich verschiedene Effekte machen. Wenn wir hier mal auf dieses kleine Zahnrad klicken, dann sehen wir, können wir eine ganze Menge einstellen. Und zwar können wir einmal hier die Größe einstellen. Also wie groß soll das Ganze hier als Störung hinzugefügt werden? Auch die Dichte können wir angeben. Da lassen sich also auch schöne Sachen machen. Also hier nur so leichte Störungen oder richtig dichte. Ist euch überlassen, was ihr da so macht. Und vor allen Dingen können wir hier die Textur auswählen. Ihr seht, hier gibt es verschiedene und sehr viele Texturen und die erzeugen alle unterschiedliche Effekte um die Schrift herum. Und da lassen sich wirklich solche rostigen Schriften erstellen oder eben solche auf Holz gehauenen Schriften. Also sehr schön, um da verschiedene Effekte zu erzeugen. Klickt einfach mal so durch, aber sie sind wirklich recht gut. Also hier zum Beispiel diese Risse sehen auch richtig klasse aus. So, und ihr könnt natürlich hier die Parameter alle selber einstellen. Zum Beispiel dann eben die Größe dieser Risse einstellen. Auch sehr feine Risse gehen da. Die Dichte, wie gesagt, lässt sich hier noch beeinflussen. Und damit stehen wieder unendlich viele Möglichkeiten zur Verfügung, Schriften toll aussehen zu lassen. Schaut mal hier, der Radius, da lässt sich das hier so ein bisschen ausdehnen. Die Überfüllung kann man hier noch mit einstellen. Und auch die Details, wie viel davon zu sehen sein sollen. Richtig, richtig klasse. Und das Schöne ist, diese Effekte sind quasi als Layer hier draufgelegt. Das heißt, wenn ihr hier die Füllung zum Beispiel ändert, dann ändert sich gleichzeitig auch der Effekt mit den Rissen. Und ihr seht sogar, die Farbe wird da angepasst. Also es sieht wirklich fantastisch und passend dann aus und ergibt wieder zusätzliche Möglichkeiten, die ihr hier mit erlangen könnt. Also mein Tipp, das mal auszuprobieren. Schaut mal, wenn wir hier nochmal auf die Texturen gehen. Ich klicke hier oben nochmal drauf. Wir sind jetzt hier in diesen Texturenmasken, aber es gibt noch Masken 2, da sind noch mal viele drin. Da lassen sich noch verrücktere Schriften mit erstellen. Nicht alles passt, wie wir hier sehen. Da muss man ein bisschen testen, was hier gut aussieht. Aber für verschiedene Themen sind hier wirklich sehr, sehr gute Sachen dabei. Und ja, das ist also wirklich unerschöpflich. Geht hier noch weiter. Wir können hier auch Natur anwählen. Dann haben wir hier noch solche anderen Effekte. Also wie gesagt, nicht alle sehen da wirklich so gut aus. Aber es sind jede Menge da. Und ausprobieren macht da wirklich Spaß. Und vor allen Dingen, ihr könnt über eigenen Ordner auch eigene Maskierungen, solche Texturen hinzufügen. Richtig, richtig gut gefällt mir diese Funktion. Ja, das soll es schon gewesen sein zu diesem Teil.